Hallo zusammen, ich grüße euch. Hier ist Jörg, hier ist der Workers Cast Solo mit Folge Nummer 3 zum Thema die wichtigsten Kontaktpunkte in der Mitarbeitergewinnung. Worauf solltest du achten, wenn Kandidaten mit dir in Kontakt kommen bzw. gekommen sind, je nachdem in welchem Stadium wir uns befinden. Der erste wichtige Kontaktpunkt, das war deine Karriereseite oder Mitarbeiterinfoseite, egal wie du es nennst. Wie bist du im Netz präsent? Und dieser erste Kontaktpunkt führt uns zum zweiten wichtigen Kontaktpunkt und der lautet Kontaktaufnahme. Also, ich weiß, es ist jetzt eine Doppelung, ne? Kontaktpunkt, Kontaktaufnahme. Aber bei Kandidaten ist es ja so, egal ob sie jetzt ihre Arbeitsstelle wechseln oder ob sie komplett neu zu arbeiten anfangen, weil sie eine Ausbildung anfangen, sie müssen mit dir in Kontakt kommen. Sonst bringt dir alles nichts. Und die Frage ist, wie machst du es ihnen A, so einfach wie möglich? Und B, was kannst du jetzt auch bei der Kontaktaufnahme schon tun, um ihnen A, sofort ein gutes Gefühl zu geben und ihnen B, vielleicht irgendetwas zu liefern, wo sie sagen, Mensch, das hätte ich jetzt aber nicht gedacht. Das ist ja, oh, da haben die ja super, super mitgedacht. Cool. Und bitte, das hat sich jetzt hochtrabend angehört, aber für so einen Effekt genügen sehr häufig Kleinigkeiten. Fangen wir erstmal vorne an. Also ich gehe jetzt mal davon aus oder hoffe das, dass du die Folge davor mit der Karriereseite gehört hast. Auf so einer Karriereseite versuchst du immer, dass die Leute mit dir Kontakt aufnehmen. Ja, dass sie dich anrufen, dass sie dir mailen, dass sie dir auf Facebook schreiben, was auch immer. Und das ist gleich einer meiner wichtigsten Tipps. Mache die Kontaktaufnahme so einfach wie nur irgend möglich. Also biete so viele Möglichkeiten wie nur irgend möglich. Telefon, Mail, Facebook, Messenger, WhatsApp, was immer dir so einfällt. Von mir aus auch noch Fax, aber ich hoffe mal, dass das nicht mehr so viele Menschen benutzen. Aber ja, von mir aus pack auch noch Fax mit dazu. Liefere so viele Möglichkeiten wie du kannst. Mach es den Leuten einfach. Noch ein weiterer Gedankengang. Wenn wir auf der Karriereseite wieder sind, überleg dir, ob du wirklich eine Bewerbung von den Leuten forderst im ersten Schritt. Wenn du Google bist und ich weiß gar nicht, 9000 Bewerbungen im Monat oder am Tag, ich habe da irgendwo mal so eine Zahl gelesen, also eine unfassbare Menge an Bewerbungen kriegst. Ja, na klar, dann musst du anfangen auszusieben. Aber wenn im Monat einer bei dir anruft, ja, dann nimm doch diese Hürde weg und fordere keine Bewerbung, sondern sag den Leuten, komm mit uns in Kontakt, wir quatschen erstmal und dann können wir immer noch schauen, wie es dementsprechend aussieht. Also, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Dann lege eine Systematik fest, genau dafür macht man diese Kontaktpunkte. Was passiert, wenn jemand mit uns in Kontakt kommt? Das solltest du festlegen, damit hier genau wie beim Kunden auch eine gleichbleibende Qualität für die Kandidaten da ist. Und das bitte ist nicht nur was für große Unternehmen. Das kannst du ja einmal festlegen. Ihr sagt, ihr setzt euch kurz zusammen. Also pass auf, wenn ein Kandidat anruft, wenn er die Ausbildung machen möchte oder wenn er zu uns wechseln möchte, dann haben wir eine genaue Vorgehensweise, was wir jetzt tun. Und in dieser Vorgehensweise kannst du dann auch so Kleinigkeiten einbauen. Ihr könnt ein PDF machen mit den wichtigsten Informationen vorab, dass ihr dann gleich raussendet. Ihr könnt ein Video drehen, wo ihr, was weiß ich, mit allen Mitarbeitern da sitzt und jubelt und sagt, yeah, wir haben auf dich gewartet, weil wir haben Arbeit bis zum Stehkragen und wir wissen nicht mehr wohin. Ich weiß, da ist keine extreme Information drin, aber das ist auch überhaupt nicht wichtig. Das habe ich dir in der allerersten Folge bei diesen Kontaktpunkten gesagt. Es geht darum, Dinge zu tun, die die Menschen nicht erwarten, die ihr,
die ihre Emotionen berühren, die ihr Herz vielleicht berühren, die sie zum Lachen bringen, egal was das sein mag. Und wenn es nur eine Information ist, die sie jetzt an dieser Stelle gerade brauchen, mit dieser Information, die du hast, hilfst du ihnen. Und schon sind sie auf deiner Seite. Ob sie jetzt dann für dich arbeiten oder nicht, aber du, dein Unternehmen, ihr seid positiv im Kopf verankert. Und das wird dir irgendwann helfen. So funktioniert es. Das ist ein Resonanzprinzip. Das, was du ausstrahlst, kommt auch wieder zu dir zurück, über kurz oder lang. Also, jetzt habe ich mich ein bisschen verzettelt. Also, wenn jemand direkt mit dir in Kontakt kommt, dann habe immer die gleiche Vorgehensweise. Bau gerne ein paar Dinge ein, die die Leute nicht unbedingt erwarten. Was du auch tun kannst, wenn du dir das Webinar anschaust, das ich dir vorgeschlagen habe in den Folgen davor, ich verlinke es dir auch hier nochmal, kannst du einen Chatbot einsetzen. Also Chatbot, das ist eine Maschine, die automatisch antwortet. Hört sich auch wieder super kompliziert an. So kompliziert ist das gar nicht. Und es ist auch nicht teuer. Das kannst du mit einem Budget von 150, 200 Euro umsetzen. Und dann hast du auf deiner Karriereseite eine Maschine, einen Roboter, der automatisch deinen Kandidaten antwortet. Ist auch eine schöne Geschichte. Also es gibt da unfassbar viele Möglichkeiten. Aber sorge dafür, dass der Kontakt immer funktioniert. Wenn jemand diese Hürde überspringt und sagt, so, jetzt melde ich mich da, dann lass ihn nicht 5 Tage warten. Um Himmels Willen, mach das nicht. Das heißt so viel wie, ich habe Wichtigeres zu tun, als mich um dich zu kümmern. Und wenn du wirklich händeringend Mitarbeiter suchst, verdammt nochmal, dann hast du nichts Wichtigeres zu tun. Und wenn du was Wichtigeres zu tun hast, dann musst du jemanden finden, der sich dann darum kümmert. Also der Kontakt ist extrem wichtig. Denn da, wenn das am Anfang nicht funktioniert, dann ist es für viele schon vorbei. Also mache eine Systematik. Was tun wir, wenn uns jemand anruft? Welche Informationen bekommt er? Ich bin nicht ganz in der Reihenfolge drin, aber dazu muss ich jetzt noch mal sagen, kommt mir gerade in den Kopf, sorry. Also wenn er anruft und du bist nicht da und du bist eigentlich derjenige, der sich drum kümmert, dann legt fest, was passiert. Bitte um Himmels Willen nicht, ja, der Chef ist nicht da, rufst du in einer Stunde wieder an. Bullshit! Nee, dann heißt es, okay, wir machen jetzt das und das. Der Chef ist jetzt nicht da, eine Stunde ist er wieder da, geben Sie mir Ihre Nummer, er ruft Sie an. Wenn Sie mir noch Ihre E-Mail geben, ich schicke Ihnen gleich unsere Informationen zu. Können Sie sich noch ein bisschen genauer informieren, wenn Sie dann mit dem Chef sprechen? Buja, das erwartet kein Mensch. Und das macht ihr einmal, macht ein nettes PDF und los geht die wilde Fahrt. Gute daran ist, du hast auch gleich die Kontaktinformationen dieses potenziellen Kandidaten. Also mach da was. Lege kontaktpunktmäßig fest, was passiert, wenn jemand anruft, mailt, per Messenger schreibt, was auch immer. Einmal standardisieren, das ist das Sinnvolle an diesen Kontaktpunkten und dann immer wieder gleich ablaufen lassen. So, jetzt haben wir 2 Kontaktpunkte, die unfassbar wichtig sind für die Kandidatenansprache abgehakt, Mitarbeiterinfoseite und das Thema, wie reagieren wir, wenn jemand mit uns in Kontakt kommt. Und in 2 Wochen nach dem nächsten Interview gibt es dann den 3. Kontaktpunkt in der Mitarbeitergewinnung, auf den du unbedingt achten solltest. Bis dahin wünsche ich dir eine richtig, richtig gute Zeit. Mach was draus. Ciao, dein Jörg.